Hey Leute, es ist recht lang her, doch wir reden endlich mal wieder übers Japanisch lernen. Und ja, mein letztes Video ist auch recht lang her. Das heutige Thema ist, wie lerne ich als Fortgeschrittener Japanisch? Und ich ist in dem Fall, beziehungsweise bin in dem Fall auch wirklich ich. Also wie lerne ich aktuell Japanisch? Viele von euch wissen es wahrscheinlich, ich lerne schon recht lange Japanisch. Um genau zu sein, sind es fast exakt 6 Jahre. Wie ich angefangen habe, Japanisch zu lernen, das habe ich schon mal ganz am Anfang auf diesem Kanal erklärt. Das Video verlinke ich euch einfach mal hier oben in der Infobox. Und seitdem ich wieder aus Japan zurück bin in Deutschland, was jetzt auch schon über 2,5 Jahre sind, steht für mich selbst auch immer wieder so ein bisschen die Frage im Raum, wie lerne ich eigentlich aktuell Japanisch? Und was ich mir so über die Zeit angeeignet habe, das werde ich jetzt heute mal mit euch teilen. Ein kleiner Disclaimer noch am Anfang, ich werde in keinster Weise erwähnen, dass ihr ein Lehrbuch in die Hand nehmen müsst, um eine Sprache zu lernen. Das ist für mich so ein bisschen selbstverständlich, das gehört in gewisser Weise ab einem gewissen Level einfach dazu. Meine Tipps werden sich eher darum drehen, wie man drumherum um das Lehrbuch oder vielleicht auch um den Japanischkurs das Lernen so gestalten kann, dass es vielleicht einem nicht immer wie Lernen vorkommt. Tipp Nummer 1. Vokabeln lernen mit Memrise. Das wohl größte Problem beim Lernen einer Sprache, egal ob man fortgeschritten ist oder Anfänger ist, ist wahrscheinlich das Lernen von Vokabeln. Grammatik ist was, das kann jemand versuchen, euch zu erklären, aber Vokabeln sind etwas, das kann euch keiner abnehmen. Wenn ihr Vokabeln nicht lernen, dann werden die Vokabeln nicht einfach plötzlich in eurem Kopf aufploppen. Ab einem gewissen Level hat man einen relativ großen Wortschatz in einer Fremdsprache und denkt ganz oft, dass das Vokabelnlernen dann eigentlich unwichtiger wird. Aber ich muss euch enttäuschen, eigentlich ist es genau das Gegenteil. Denn je mehr Vokabeln man kennt, desto mehr Vokabeln kann man auch vergessen, beziehungsweise desto weniger Vokabeln denkt man, dass man sie noch braucht. Das heißt, neue Vokabeln zu lernen wird schwierig und alte zu behalten ist auch nicht unbedingt einfach. Und was für mich persönlich am besten funktioniert, ist ein Japanischkurs für Vokabeln bei Memrise. Das heißt, ich gehe pro Tag so 5 bis 10 Minuten meine Vokabeln durch, lerne dabei neue und wiederhole alte. Und der Memrise-Kurs geht zwar nur bis zum JLPT-Niveau N3, was ich theoretisch schon können müsste, aber ich lerne trotzdem alle paar Tage ein paar neue Vokabeln. Ich werde euch diesen Kurs einfach mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Da gibt es auch alle Vokabeln für das Niveau N5 und N4. Das heißt, ihr könnt also wirklich ganz am Anfang anfangen und die Vokabeln lernen. Ich habe die beiden einfach übersprungen und direkt mit N3 angefangen. Natürlich behandelt der Memrise-Kurs nicht alle Vokabeln, die für mich persönlich relevant sind oder die ich auch schon kenne. Aber ich denke, so eine App zu benutzen, ist ganz praktisch, um einen gewissen Grundwortschatz am Leben zu erhalten. Also einfach Vokabeln, die man immer mal wieder gehört hat und auch Kanji, die man immer mal wieder gesehen hat. Tipp Nummer 2. Lesen mit Tangoristo. Tangoristo ist auch eine App, mit der ich versuche regelmäßig zu üben. Und zwar ist Tangoristo eine App, in der ihr grob gesehen japanische Zeitungsartikel oder auch journalistische Beiträge lesen könnt. Dabei differieren die Themen wirklich in alle Richtungen. Also es ist wahrscheinlich für jeden etwas dabei, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das Coole an der App ist, dass ihr auch, bevor ihr den Artikel lest, sehen könnt, wie schwierig der Artikel ist. Also es wird eingeblendet, ob da viele Vokabeln von zum Beispiel N5 benutzt werden oder eben von den anderen Niveaus. Das heißt, ich kann für mich gezielt gucken, okay, dieser Artikel, den finde ich spannend und der ist sogar auch noch schwierig, dann möchte ich den jetzt lesen. Und die Auswahl an Artikeln ist wirklich riesengroß. Also ich bin noch nie wirklich durch alle durchgekommen. Was sehr, sehr cool ist an der App, ist, dass ihr, wenn ihr den Text lest, auch auf Wörter draufklicken könnt, die ihr nicht kennt und dann wird euch eben die Furikana angezeigt oder es wird euch auch die Übersetzung angezeigt, vorwiegend in Englisch, aber es gibt auch sehr viele Wörter, die in der App auch in Deutsch eingepflegt sind. Darüber hinaus hat die App noch viele weitere praktische Funktionen und wenn ihr Interesse habt, dann stimmt doch mal hier oben in der Infobox ab, ob ihr gern ein extra Video zu der Tangoristo App haben möchtet. Das waren jetzt 2 Tipps, die haben sich eher so auf Apps bezogen. Jetzt kommen noch ein paar weitere Tipps, die, wie gesagt, eben noch gezielter darauf abzielen, dass ihr die japanische Sprache eher alltäglich benutzt, beziehungsweise versucht, sie alltäglich zu benutzen.
Und zunächst gehen wir ein bisschen darauf ein, Kontakt mit Japanern zu haben, beziehungsweise mit Muttersprachlern. Okay, Muttersprachler sind in dem Fall Japaner. Okay, Tipp Nummer 3, Sprachtandem. Viele von euch kennen das Thema vielleicht. Für mich ist es der Tipp Nummer 1, also nicht der erste Tipp heute, sondern der wichtigste Tipp, Sprachtandem. Beziehungsweise mit Muttersprachlern Japanisch sprechen. Was genau ist Sprachtandem? Ich habe es, glaube ich, in dem einen oder anderen Video schon mal erwähnt, aber ganz einfach gesagt ist Sprachtandem eigentlich nur das regelmäßige Treffen bzw. Sprechen mit einem Muttersprachler, der Sprache, die ich lernen möchte, und der andere möchte eben meine Muttersprache lernen. Also ich treffe mich mit einem Japaner, der Deutsch lernen möchte. Und dann hilft man sich gegenseitig, die jeweilige Sprache zu lernen oder vielleicht auch ein bisschen mehr über die Kultur zu lernen oder verschiedene Sachen zu verstehen, die man bisher noch nicht so verstanden hat. Oder man unterhält sich einfach auf Japanisch oder auf Deutsch gegebenenfalls. Was ihr im Rahmen vom Sprachtandem auch machen könnt, was ich jetzt auch wieder mehr machen möchte, ist eigene geschriebene Sätze auf Japanisch korrigieren zu lassen. Ich habe das so ein bisschen schleifen lassen in letzter Zeit. Ich habe mir jetzt aber wieder vorgenommen, das mehr zu machen. Ich habe in letzter Zeit immer wieder festgestellt, dass es gewisse Grammatiken gibt, die ich verstehe, wenn ich sie lese oder höre, die ich aber selbst noch nicht anwenden kann oder noch nicht richtig anwenden kann. Und das war für mich so ein Ansporn, um zu sagen, okay, ich muss dieses Problem gezielter angehen. Und die Lösung für mich ist, dass ich wieder regelmäßige japanische Sätze schreiben möchte, die ich dann meiner Tandempartnerin zur Korrektur gebe. Der Vorteil daran ist, dass ihr seht, was wollte ich schreiben, was habe ich geschrieben und was ist eigentlich richtig. Ich für mich persönlich habe festgesetzt, dass ich versuchen möchte, einmal pro Woche über Geschehnisse der letzten Woche zu schreiben, also was ist so passiert, weil ich das relativ einfach finde, da ein paar Sätze zu formulieren. Tipp Nummer 4. Einmal im Monat Japanisch sprechen. Mit Sprachtandem funktioniert das eigentlich ganz gut, regelmäßig Japanisch zu sprechen, jedenfalls für mich. Natürlich kann es aber auch immer mal sein, dass es nicht ganz so regelmäßig funktioniert, weil eben immer mal was dazwischen kommt. Und trotzdem versuche ich persönlich aber mindestens einmal im Monat Japanisch zu sprechen. Für mich persönlich funktioniert das Ganze sehr gut, da ich im Normalfall einmal im Monat Teezeremonieübungen habe und eben meine Lehrerin sowie die meisten Teilnehmer Japaner sind und ich dadurch dort Japanisch reden kann. Allerdings versuche ich auch darüber hinaus so oft wie möglich eben die japanische Sprache zu sprechen, denn eine Sprache lebt einfach mal davon, dass man sie benutzt. Und deswegen versuche ich immer mal wieder mit Freunden, die in Japan sind, zu skypen oder eben mich mit Japanern zu treffen und Japanisch zu reden, auch außerhalb vom Tandem-Kontext, sage ich jetzt mal. Der Vorteil daran ist, dass man automatisch immer über Themen spricht und Vokabeln benutzt, die einen interessieren. Das heißt, dass ihr das, was ihr sagen wollt, halt lernen zu sagen, ganz plump gesagt. Und je privater die Unterhaltung ist, desto mehr ist das eben gegeben, dass ihr immer auf die Themen und Vokabeln zurückkommt, die für euch persönlich wichtig sind. Tipp Nummer 5, Messaging auf Japanisch. Ein Tipp, der eigentlich direkt an den Tipp vorher anschließt, also nur mit dem Twist hin zum Schreiben. Und zwar geht es auch darum, mit Japanern, die man eben kennt, regelmäßig Kontakt zu halten und einfach Messaging-Apps zu benutzen. Ich benutze halt meistens Line, weil alle Japaner haben irgendwie Line und Line ist super toll. Auf jeden Fall, zurück zum Thema. Neben dem aktiven Sprechen an sich, finde ich, ist das Messaging eine ganz gute Möglichkeit, um eben auch mal wieder Kanji ins Spiel zu bringen und vor allen Dingen auch Schreibweisen und Aussprachen korrekt zu machen. Ganz oft sagt man so Wörter und wenn man sie schreibt, ist man sich gar nicht sicher, kommt da jetzt noch ein U dazwischen oder ist das nur ein kurzes O oder ist das lang oder was mache ich hier eigentlich? Genau, und um dem Ganzen so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, finde ich, ist Messaging ganz gut, wenn man sich dann auch wieder mehr mit auseinandersetzt, wie schreibe ich Dinge, welches Kanji benutze ich oder wenn ich eine Nachricht bekomme, dann möchte ich natürlich die Nachricht verstehen und wenn da ein Kanji ist, was ich nicht kenne, dann muss ich eben nachforschen und dadurch beschäftigt man sich eben auch wieder mit der Sprache und zwar dieses Mal in der geschriebenen Form. Dieser Tipp und der vorherige Tipp hören sich vielleicht ein bisschen simpel an, aber genau darum geht es mir im Endeffekt, dass ihr das Ganze versucht, so alltäglich wie möglich zu benutzen und je mehr ihr das versucht, desto weniger besonders werden die Herangehensweisen auch sein, denn desto alltäglicher wird das Japanisch am Ende auch.
Und nachdem sich die letzten drei Tipps jetzt eher darauf bezogen haben, dass man Japaner kennt, kommen jetzt nochmal ein paar Tipps, die man auch alltäglich machen kann, wenn man keine Japaner kennt oder einfach gerne zu Hause alleine ist. Tipp Nummer 6, Animes schauen. Und oh ja, das meine ich sowas von ernst. Kurz Stopp, wenn ihr anfangt, Japanisch zu lernen, dann sind Animes nicht die richtige Wahl. Aber wenn ihr ein gewisses Grundlevel an Japanisch erreicht habt und gewisse Kenntnisse über die Kultur habt, dann gibt es eigentlich keinen spaßigeren Weg, Japanisch zu lernen. Beziehungsweise sagen wir eher, Japanisch zu wiederholen. Und vorausgesetzt, ihr mögt Animes. Ich habe es eben schon kurz angeteasert, ihr werdet dabei nicht unbedingt viel Neues lernen, sondern müsst das Ganze eher als Wiederholung sehen. Als Wiederholung von Vokabeln, aber auch als Wiederholung von Grammatiken. Und glaubt mir, es gibt keinen tolleren Moment, wenn man einen Satz in einem Anime zu 100% verstanden hat, jedes Wort und jede Grammatik in diesem Satz, und man sagen kann, dieser Untertitel trifft das, was gesagt wurde, nicht 100%, aber ich habe auch keine Ahnung, wie man es besser übersetzen sollte. Und das, glaubt mir, das würde euch so oft passieren. Spaß beiseite. Hier gilt natürlich auch, je mehr ihr Anime schaut, die sich mit Themen beschäftigen, die euch interessieren, desto mehr lernt ihr oder wiederholt ihr vor allen Dingen auch wieder Vokabeln, die euch eben interessieren. Natürlich ist es auch möglich, dass man in einem Anime mal ein neues Wort aufschnappt, weil man im Untertitel immer wieder merkt, aha, dieses Wort bedeutet das, immer wieder, und dann merkt ihr euch das Wort. Das kann passieren. Ist aber eher selten. Mit den Grammatiken sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Die meisten von euch werden das aber kennen. Es gibt bei Anime immer sehr viele Extreme an Grammatiken, die genutzt werden. Sehr oft ist es so, dass sehr, sehr höflich gesprochen wird, übertrieben höflich, was ich als Ausländer gefühlt, das also niemals sprechen werde. Und manchmal ist es aber auch extrem umgangssprachlich und schon so umgangssprachlich, dass kein normaler Mensch so reden würde. Wenn man sich dessen bewusst ist und diese Extreme kennt, dann ist es manchmal auch ganz witzig, diese Extreme festzustellen und herauszufiltern und dadurch auch so ein bisschen mehr über die Charaktere zu erfahren, da gerade diese Nuancen bei der Übersetzung immer eher verloren gehen können. Tipp Nummer 7. Social Media und Internetinhalte auf Japanisch konsumieren. Ich habe vor allen Dingen in den letzten Monaten angefangen, immer mehr Profilen und Seiten gerade auf Instagram oder Twitter oder auch Kanälen auf YouTube zu folgen, die eben Content auf Japanisch machen und vor allen Dingen die, wo halt Muttersprachler japanischen Content machen. Das Ganze soll eigentlich auch wieder nur dazu helfen, täglichen Umgang mit der Sprache zu pflegen und eben auch vielleicht das ein oder andere Thema, wie zum Beispiel Tee und Matcha, aktuell auf Originalsprache zu konsumieren. Also das Thema, nicht den Tee. Und also das heißt, Infos aus erster Hand zu erfahren, wie viel man dabei wirklich versteht, ist dann auch immer so eine Sache. In den gängigen Social Media gibt es ja mittlerweile auch so Übersetzungsfunktionen, wobei ich sage, die sind eher mit Vorsicht zu genießen. Doch um zu überprüfen, ob das, was man verstanden hat, auch wirklich das ist, was ungefähr geschrieben wurde, helfen die manchmal schon ganz gut, um so Pi mal Daumen zu sagen, ja passt, aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass das, was diese Übersetzungsfunktion schreiben, wirklich stimmt. Und Tipp Nummer 8, Bücher lesen auf Japanisch. Das ist auch etwas, das habe ich sehr lange schleifen lassen und das möchte ich jetzt wieder mehr machen. Bücher auf Japanisch lesen, dazu ist eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer man beschäftigt sich eben nochmal in textueller Form mit der Sprache und man beschäftigt sich sehr, 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 sehr viel mit Kanji. Ich habe das in letzter Zeit nicht mehr so häufig gemacht, weil es manchmal ein bisschen demotivierend sein kann, weil man langsam vorankommt. Also ich bin sowieso kein schneller Leser, aber auf Japanisch brauche ich teilweise eine Stunde für eine Seite, also eine Seite, nicht eine Doppelseite. Oder länger, je nachdem, was man so liest. Und das kann schon sehr demotivierend sein. Deswegen hier noch ein kleiner Tipp in diesem Tipp. Ich versuche, Bücher zu lesen, wo ich mich viel mit den Inhalten beschäftigt habe, wie zum Beispiel versuche ich ein Teezeremoniebuch zu lesen. Oder ich versuche, Bücher zu lesen, wo ich die Story eigentlich kenne. Also ich lese aktuell eine von den Sword Art Online Light Novels und ich habe irgendwo auch noch das Buch von Kimi no Na wa liegen. Und wenn ich die lese, weiß ich
eben, worum es eigentlich geht und kann dadurch vielleicht doch ein bisschen schneller vorankommen, beziehungsweise hab nicht so ganz das Gefühl, dass das alles mega demotivierend ist, wenn man so super langsam liest. Und das waren sie. Meine Tipps, wie ich aktuell Japanisch lerne. Wie erwähnt, sind das natürlich alles Sachen, um die Sprache alltäglicher zu benutzen. Natürlich lerne ich auch mit Lehrbüchern. Das lässt sich eigentlich gar nicht vermeiden, wenn man wirklich strukturiert eine Grammatik verstehen möchte. Dann braucht man eine kompetente Erklärung dazu. Meine Tipps sind wahrscheinlich eher dafür hilfreich, dass Benutzen der Sprache drumherum so zu gestalten, dass es einem nicht immer wie Lernen vorkommt, sondern dass es eben einfach natürlich passiert. Und ich kann euch sagen, keine Vokabeln merkt man sich besser, als wenn man in einem Gespräch irgendetwas sagen wollte und extra diese Vokabel rausgesucht hat und die dann in einem anderen Gespräch irgendwann nochmal benutzt und denkt, ja, das war die Vokabel, und kein Lehrbuchbeispiel kann euch diesen Effekt geben. Ich hoffe, die ein oder andere Sache hat euch vielleicht geholfen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr noch so macht. Ich bin da immer sehr interessiert an neuen Herangehensweisen oder anderen Sachen, die ich vielleicht noch nicht ausprobiert habe. Und dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Zusehen und wir sehen uns in meinem nächsten Video.